In diesem Video gibt es Tipps und Tricks zum Zirkel. Hier möchte ich dir mal einen Zirkel vorführen. Naja, jetzt wird man sagen, das ist kein Zirkel. Ich muss zugeben, ich habe meistens meinen Zirkel nicht dabei, weil ich den relativ selten brauche. Ein Lineal brauche ich allerdings relativ häufig. Das heißt, ich habe ein Lineal habe ich dabei. Und das hat dann irgendwann dazu geführt, dass ich hergegangen bin und mir mit einem kleinen Bohrer hier einfach im 1 cm Abstand Löcher reingebohrt habe. Und wenn ich dann doch mal Bedürfnis habe, etwas Rundes zeichnen zu wollen oder zu müssen, nehme ich einfach 2 Stifte und ja, das wird auch ein Kreis. Also, man kann natürlich auch einen richtigen Zirkel nehmen und das ist jetzt auch Sinn und Zweck der ganzen Übung. Hier ist er. Und natürlich wird das viel besser, weil hier oben habe ich ein Rädchen. Mit diesem Rädchen kann ich den Zirkel natürlich wunderbar einstellen und dann kann ich hier. So, dann wird es auch ein ganzer schöner Kreis. Jetzt ist es natürlich wichtig, dass man hier immer schön mit einer gespitzten Spitze arbeitet. Man möchte ja präzise arbeiten. Hier oben an dem Einstellrädchen kann ich auch sehr präzise einstellen, wie groß mein Kreis werden soll. Und hier kann man so abknicken. Das Abknicken ist dafür da, wenn man den Zirkel relativ weit auseinander macht, damit eben die Spitze nach wie vor senkrecht nach unten in das Blatt geht, beziehungsweise auch diese Spitze, ja, wenn die so schräg malt, dann wird der Strich relativ breit und so wird er auch schön schmal und präzise. So, was kann ich mit dem Zirkel machen? Ja klar, Kreise malen, das haben wir ja schon. Aber, und deshalb habe ich eben mit dem Lineal angefangen, hier ist eine Gerade und diese Gerade hat eine Mitte. Und wie finde ich die Mitte heraus? Naja, ganz einfach. Ich gehe her und stelle den Zirkel so ein, dass er etwas über die Mitte geht. Mal hier praktisch so einen Hilfshalbkreis. Das Ganze mache ich auf der anderen Seite genauso. Und wenn ich jetzt mein Lineal nehme und das hier entsprechend, ja, das ist jetzt blöd, weil sich das hier so, und wenn ich mir das jetzt angucke, dann ist hier auch ein rechter Winkel. Das heißt, ich habe nicht nur die Mitte gefunden, sondern auch eine senkrechte gezeichnet. Und das ist im Prinzip auch die Möglichkeit, um abseits vom Geodreieck eine ja, mittelsenkrechte, also eine Senkrechte, die durch die Mitte geht, zu zeichnen. Und das ist eigentlich schon im Wesentlichen das, was ich mit einem Zirkel halt machen kann. Ich kann natürlich auch noch andere Dinge machen. Es gibt bei manchen Zirkeln sind auch zum Beispiel hier 2 Spitzen dabei. Bei meinem leider nicht. Hier ist nur die eine Spitze war dabei. Wenn ich 2 Spitzen habe, kann ich zum Beispiel Abstände messen. Sagen wir mal, ich stelle den hier auf, sagen wir, 2 cm ein. Und dann kann ich hergehen und sagen, zack, 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 zack. Wenn man jetzt mitgezählt hat,
Machen das jetzt viermal, also nochmal. Eins, zwei, drei, vier. Das heißt, ich habe 4 mal 2 Zentimeter. Also insgesamt 8 Zentimeter. Wofür kann ich das gebrauchen? Zum Beispiel auf einer Landkarte. Da kann ich zum Beispiel gucken, wie weit ich gelaufen bin oder wie auch immer, indem ich unten ist meistens eine Legende, wo da drin steht, was 100 Meter oder 1 Kilometer auf der Landkarte sind. Dann kann ich mir das entsprechend abnehmen und dann zack, 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 zack. Und dann weiß ich, wie weit ich gelaufen, gefahren oder wie auch immer bin. Oder auch bei der Landkarte, wenn ich hier um einen Bereich, einen Kreis zeichne, dann weiß ich zum Beispiel, sagen wir mal, wie weit, sagen wir, ich weiß, ich möchte maximal mich 10 Kilometer bewegen und dann weiß ich, was da mögliche Reiseziele wären. Wie auch immer, also gibt durchaus ein paar nette Ideen, was man mit so einem Zirkel anstellen kann. Und wie gesagt, wenn man den hier immer schön mit einer Spitze arbeitet, beziehungsweise Spitze Bleistift Spitze arbeitet, dann kann man damit sehr präzise und gut arbeiten. Soweit, so gut.